Hallo, mein Name ist Fabienne Gierig und ich stehe hier vor der Handwerkskammer Konstanz. In der arbeite ich als Personalberaterin und als Teamleiterin für unsere Ausbildung. Und Ausbildung, darum soll es heute gehen, denn das ist die Zukunft des Handwerks und die liegt uns natürlich am Herzen. Deshalb nehme ich Sie mit auf eine kleine Tour hinter die Kulissen. Kommen Sie mit! In der Handwerkskammer sitzen viele Experten, die die Betriebe und eben auch Auszubildende in unterschiedlichsten Fragen unterstützen. Wir laufen jetzt zu den Ausbildungsberatern. Sie helfen Betrieben und Azubis, damit alles glatt läuft, damit Probleme gelöst werden können oder gar nicht erst entstehen. Sie sind also Streitschlichter, Problemlöser und Brückenbauer für eine gute Ausbildung. Da sind wir auch schon. Wir stehen jetzt vor Susanne Hillens Büro. Sie ist schon seit 11 Jahren bei der Handwerkskammer als Ausbildungsberaterin und berät den Landkreis Konstanz und hat mit Sicherheit einiges zu erzählen. Schauen wir mal, ob sie da ist. Hallo Frau Hillen, ich führe gerade unsere Zuschauer ein wenig in der Handwerkskammer rum und wollte Sie gerne vorstellen. Was waren denn bisher Ihre schönsten Erlebnisse als Ausbildungsberaterin? Da fällt mir spontan der Ausbildungsbetrieb ein, der seinen Schreiner-Auszubildenden zu einem grenzüberschreitenden Lehrlingsaustausch nach Vorarlberg geschickt hat und uns dann geschrieben hat, dass das mit Sicherheit das eindrücklichste Erlebnis für seinen Azubi war während der gesamten Ausbildung. Ich denke aber auch an den jungen Mann aus Gambia und was es für eine Freude war, ihn bei der Gesellenfreisprechungsfeier mit dem Gesellenbrief in der Hand zu sehen. Und es fällt mir eine junge Frau ein, eine junge Mutter, der es gelungen ist, nach ihrer Elternzeit mit ihrem Betrieb gemeinsam zu einer guten Lösung zu kommen. Oh, da muss ich jetzt ran. Natürlich. Handwerkskammer Konstanz, Hillen, guten Tag. Das Telefon ist aus unserem Beratungsalltag nicht wegzudenken, da wir so Azubis und Betriebe bei akuten Problemen direkt unterstützen können. Sie können jederzeit anrufen. Neben der Beratung haben wir natürlich noch weitere Formate für Sie, zum Beispiel Homepage-Inhalte oder Webinare oder auch Präsenzveranstaltungen. Jetzt schauen wir noch bei Miriam Braun und Roman Mohr rein. Hallo Herr Mohr. Hallo Frau Gierig. Herr Mohr ist bei uns Ausbildungsberater für die Landkreise Waldshut und Schwarzwald-Baar. Herr Mohr, was macht Ihnen denn am meisten Spaß und was gefällt Ihnen am besten an Ihrer Arbeit? Als gelernter Bäckermeister und Konditor finde ich es ganz toll, wenn ich sehe, wie schön Ausbildung gelebt wird. Und wenn ich dann auch noch den Betrieben und den Auszubildenden Unterstützung geben kann, das freut mich sehr. Ebenfalls finde ich es toll, dass ganz viele unterschiedliche Menschen unterschiedliche Chancen bekommen im Handwerk. Vielen Dank, Herr Mohr. Wo ist denn eigentlich die Frau Braun? Frau Braun, die ist schon unterwegs zum Außendienst. Vielleicht erwischen Sie sie noch am Auto. Ja, vielen Dank. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss. Moment. Hallo. Ja, einen Moment habe ich noch. Frau Braun ist auch Ausbildungsberaterin bei uns, seit 5 Jahren bei der Kammer und zuständig für die Landkreise Tuttlingen und Rottweil und gerade auf dem Weg zum Betriebsbesuch. Genau. Warum eigentlich? Weil ich es wichtig finde, dass man sich auch persönlich mal trifft und Dinge bespricht, weil man dann einfach auch ein anderes Vertrauensverhältnis hat, zusammen auch mit dem Azubi, mit allen Beteiligten. Und außerdem habe ich auch vor Ort noch eher die Möglichkeit, weitere Informationen zu erhalten, zum Beispiel zur betrieblichen Ausstattung. Super, vielen Dank. Ich will Sie gar nicht länger aufhalten. Gute Fahrt. Dankeschön, tschüss. Ciao. Das waren Sie also, unsere Ausbildungsberater, die auf allen Kanälen ein offenes Ohr für Sie haben. Weitere Informationen finden Sie im Ausbildungspaket 2020 auf unserer Website.